Aber das Problem ist, dass halt jetzt diese ganzen Züge hier. Die ohne Kohle auskommen. Die behindern das jetzt. Aber wir können ja jetzt auch hier den Bahnhof noch verlängern. Hier fehlt noch das Ausfahrsignal. So. Stein ist wieder auf Null. Ah, jetzt hat die Lok Benzin gefasst. Quatsch, Kohle. So, die brauchen jetzt noch 20 Arbeiter. Hier, das passt mit denen. 314, das ist ja zufälligerweise Pi. Genau, das passt mit den 320. Nee, Moment. Ach, jetzt. So, jetzt sind sie voll und jetzt produzieren sie. Naja, es reicht noch nicht ganz hier. 61. Die Steinproduktion ist auch irgendwie wieder. Oh. Achso, die warten dort, bis sie dort reinfahren können. So, weil die gar nicht, weil die die Dinger gar nicht voll kriegen. Der ist jetzt voll. Das reicht noch nicht, ja, die Ziegelproduktion. ...62 sind nur am Lager. Sind sie bei 105. Produzieren sie jetzt. Naja gut, es geht auf jeden Fall. Jetzt haben wir wieder plötzlich kein Holz mehr. Da wir sind doch, hier sind doch fast 6000 Planken. Da kann man doch nochmal. Eigentlich müsste man für die Holzzüge auch nochmal ein exklusives Gleis in das Lager, in das Lager legen. Achso, ich habe bei den Steinen, genau, habe ich auch nochmal umgebaut, dass die da mehr Output haben. Obwohl, das ist schon ordentlich, ne? Dazu habe ich hier mal eins weggerissen. Und dann habe ich den Weg hier rüber gebaut. Scheitert gerade zufälligerweise daran, dass wir keine Steine haben. Aber jetzt. So, hier die Brücke drüber. Und dann gab es nämlich hier hinten auch nochmal die Möglichkeit, ein, zwei Steinbrüche zu bauen. Den kann ich jetzt ja nicht ersetzen, ne? Doch, da könnte theoretisch dorthin gehen. Ach, wenn man nur diese Lager hinbaut, das zählt dann nicht für die Reichweite. Da muss schon, also für die Erreichbarkeit, da muss schon richtig ein Weg hin. Beziehungsweise sind zu wenig Leute. Na gut, wir bauen das erstmal hier aus. Dass man für alles eine exklusive Strecke baut, das kann es ja eigentlich auch nicht sein, oder? Ins Lager. Ich meine, fürs Holz wäre das schon. Wäre das schon wichtig. Und hier mit diesem Zeug kann man ja immer gut die Lücken füllen.
Da passt noch einer hin. Ach, wieder kein... das könnte vielleicht außerhalb der Reichweite dort sein, oder? So, wieder keine Steine hier dabei. Jetzt. So, damit die Lücke da ein bisschen schön aussieht. Knallen wir dort ein paar Bäume rein. So, jetzt haben wir nämlich drei mehr. Wie viel brauchen die jetzt hier an Personal? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 2 sind 16. Das heißt, wir brauchen jetzt den Zug, der muss auf 100, der muss, oh, der steht im Stau. Ach, weil ja keine Signale auf der Brücke stehen. Deshalb wartet er da so ewig. Zug 32 ist der hier, eine 120. Das heißt, wir knallen ihn direkt mal ins Depot rein. Wir brauchen dann noch 2, 4, 6, 8, 10. Genau, 160. Das heißt, er kriegt dann noch 2 dazu. Nur Arbeiter, so reicht das jetzt. Achso, da gehen immer 40 rein. Nee, das ist zu viel. Genau, jetzt haben wir 160. Also einen dazu zu packen, hätte demnach, glaube ich, gereicht. So, jetzt warten wir mal, bis der Zug einmal ankommt. Und dann müsste ja eigentlich kurz, richtig stabil ist die Ziegelproduktion eigentlich auch noch nicht. So, jetzt kommt er an. Gut, jetzt haben sie alle Arbeit. Es müsste doch ja eigentlich noch ein bisschen mehr gehen beim Thema Stein, dass die auch wirklich voll losfahren, die Züge. Ich glaube, hier die Kohle, die müsste man wahrscheinlich irgendwie exklusiv von woanders ran schaffen. So, Holz war ja nur da. Und wo noch? Hier oben. Ist aber auch schon wieder so viel Holz drin. Ah, ich glaube, das Blöde ist halt, dass die Züge hier immer diese Runde fahren müssen. Theoretisch könnte ich ja mit Hilfe von einer Stahlbrücke hier so eine übelste Abkürzung fahren, dass die hier alles überbrücken und dann erst hier hinten zusammengetüdelt werden. Aber ich könnte auch einfach hier einfach mal ein paar Züge raushauen. Einfach nochmal zwei Stück. Da oben auch nochmal, obwohl da schon fast irgendwie ein drittes Gleis sinnvoll wäre. Womit wir beim Thema drittes Gleis wären.
So, dann mache ich erstmal. Achso, das geht wahrscheinlich auch noch nicht. Ich könnte nämlich die Lagerhalle noch erweitern. Durch ein mittleres Lager, wo dann mehr reinpasst. Aber da fehlen uns die 200 Ziegel dazu. So, jetzt wird es Holz voll. Auch Stein geht jetzt ordentlich los. Weil es immer so schnell verschwindet, wie ihr seht. Wirkt zu niedrig. Ja, 660 ist schon ziemlich knapp hier am Anschlag gerade. So, ich meine jetzt hier das Thema. Kohle ist halt hier einfach zu wenig drin. Hier oben, die sind doch bestimmt auch schon. Na gut, die haben ja 3000. Könnte ich eigentlich von dort. Aber das ist dann schon wieder so weit, hä? Es wäre eigentlich cool, wenn man die Kohle. Wo kommt denn die Kohle hier überhaupt her? Aus dem Ding. Kohle 2 ist das. Okay. Das ist das, ne? Gut, 8 Züge. Wenn wir da einen wegnehmen. Ja gut, wie gesagt, hier oben ist viel Kohle. 3000 haben die auf Lager. Aber eigentlich wäre das mit Hinblick auf Stahl, die ja auch Kohle brauchen. Aber geht das dann mit dem Stahl nicht genauso, dass ich dann einfach hier mehrere Brennöfen bauen kann? Dann komme ich nämlich auf diese 120. Aber Stahl ist im Moment eh... Was fällt denn der Kohle? Achso, der Kohlezug, der bringt hier runter die Kohle für zum Auftanken. Na gut, wenn man den jetzt noch hier rumfahren lässt, dann sagt hier, lad mal die Kohle hier nochmal ab, was du noch an Rest hast.